Politiker denken alle, wir müssen mal in Wahlkampfzeiten dem Bürger mal sagen, wie toll wir sind. Im Endeffekt weiß der Bürger doch ganz genau, dass jetzt gerade Wahlkampf ist. Und er empfindet das doch alles als ein großes Aufspielen der verschiedenen Kandidaten. Und auf einer gewissen lustigen Art und Weise, dann gleich sarkastisch Unterton, passt es ja zu Tommys turbulenten der Tobewelt. Denn irgendwie sind das turbulente Zeiten, so Wahlkampfzeiten. Jeder will aufspielen. Und diese Spiele lassen wir eben formal beginnen in dieser Lounge-Atmosphäre heute Abend hier. Zuerst mal bin ich froh, dass ich überhaupt eingeladen wurde, weil als der Ex-Besetzer und heute Besitzer fühlt man sich natürlich nicht so ganz nah der CDU, aber ich schätze diesen Dirk Stettner sehr als Lokalpolitiker. Er war sehr überrascht vom Ambiente, sehr schön, sehr launchig, sehr schön ausgeleuchtet und ganz toll. Natürlich mit der Musik jetzt, der Zusammenhang, Kultur, auch das, was er alles rausgestellt hat. Eine ganz andere Umgebung als vielleicht so erwartet und trotzdem interessant und aber auch schön. Man stellt einfach fest, dass das der richtige Rahmen dafür ist, um in lockerer, ja wahrscheinlich auch cooler Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen, wie man weiß, sie voranbringen kann. Und dass das heute Abend auch alles abgedeckt ist hier durch die Leute, die hier sind, ist doch ganz toll. Und das entspricht ja auch der Lebenswirklichkeit. Ich habe ein berufliches Interesse, ich habe ein Freizeitinteresse und ein kulturelles Interesse. Ich glaube, das nehmen Sie mit und werden das nutzen, um Ihre Gespräche A hier geführt zu haben und B auch dann in Zukunft führen zu können.